Heute zeige ich mal, wie man mit After Effects und Limbo eine G-Bewegung animieren kann. Ich habe hier einen Charakter und wenn ich die G-Bewegung jetzt animieren will, wähle ich mir zuerst meinen Körper aus. Dann klicke ich auf P für Position und jetzt müssen wir auch aufpassen hier bei der Timeline. Da brauchen wir 16 Frames. Da könnt ihr dann auch mit STRG und der linken Maustaste hier links auf die Zeit klicken und dann sehen wir hier bei der Timeline unseren Frames. Wir wollen 16 Frames, also schiebe ich die Leiste auf 16 und 0. Jetzt setze ich einen Keyframe bei 0, bei 4, bei 8, bei 12 und bei 16. Ich wähle jetzt den letzten Keyframe, den dritten und den ersten. Und dann gehe ich hier mit meiner Position nach unten. So in etwa. Und wenn ich die Animation jetzt abspiele, dann haben wir diese Animation. Ich gehe noch ein bisschen weiter runter. Dann als nächstes klicke ich Shift und R, um die Rotation zu öffnen. Hier setze ich die Keyframes ebenfalls bei 0, 4, 8, 12, 16. Und jetzt gehe ich bei Frame 16, 8 und 0 ein wenig nach vorne. So, und dann habe ich diese Animation. Und jetzt markiere ich alle Keyframes F9, ECEs. Und dann habe ich diese Animation. Dann als nächstes animiere ich den ersten Fuß. Hier nehme ich immer den hinteren Fuß zuerst. Dann wähle ich den hinteren Fuß aus. Klicke P für Position. Jetzt setze ich drei Keyframes. Ein Keyframe bei 0, den zweiten bei 8 und den dritten bei 16. Dann bei Frame 0. Gehe ich mit dem Fuß nach hinten. Den Frame könnt ihr dann auch kopieren auf Frame 16. Und hier bei Frame 8 gehe ich mit dem Fuß nach vorne. Dann habe ich diese Animation. Und da markiere ich die ersten beiden Keyframes. Und dann erstelle ich eine Kurve. Und dann habe ich diese Animation. Jetzt muss ich noch die Rotation von meinem Schuh animieren. Dazu wähle ich meinen Schuh aus. Klicke dann R für Rotation. Und jetzt, bevor der Fuß nach oben geht, kann ich hier meinen Fuß anwinkeln. Keyframe setzen. Dann hier in die andere Richtung, nach oben. Und dann kurz, nachdem der Fuß den Boden berührt, wieder auf 0 Grad. Ach, das sieht doch nicht so gut aus. Hier, am Anfang gehe ich auf 0 Grad. So, jetzt habe ich grob diese Animation. Ich kann jetzt auch auf die Stoppuhr mit Alt klicken und dann Loop In eingeben. Und hier F9 ECEs. Und dasselbe kann ich jetzt mit dem anderen Fuß machen. Dazu wähle ich den Fuß aus, klicke wieder P für Position, setze einen Keyframe bei 0, 8 und 16. Dann gehe ich jetzt hier bei Position 0 mit dem Fuß nach vorne. Die Position kopiere ich mir auf Frame 16
Und dann gehe ich mit dem Fuß nach hinten. Und dann habe ich diese Animation. Dann markiere ich die letzten beiden Keyframes und mache mir wieder eine Kurve. Und dann habe ich diese Animation. Dann passe ich noch die Rotation von meinem Fuß an. Da klicke ich dann wieder R für Rotation. Setze den ersten Keyframe bei 5 Grad, weil der Schuh am Anfang schräg war. Dann hier in der Mitte gehe ich nach unten und hier nach oben. Und dann habe ich hier kopiere ich den ersten Keyframe. Dann habe ich diese Animation. Dann kann ich alle meine Keyframes markieren. F9. Und dann habe ich diese Animation. Dann kann ich auch noch die Arme animieren. Hier bei den Armen animiere ich die Arme gegensätzlich zu den Füßen. Sprich, hier ist der hintere Fuß nach hinten. Also gehe ich mit diesem Arm nach vorne. Dazu wähle ich mir meinen Arm aus, gehe dann bei FK auf 100% und jetzt kann ich die Endposition des Armes animieren, also hier nach vorne. So, dann setze ich 2 Keyframes. Ich kann auch hier U klicken, dann habe ich die Keyframes hier unten in der Timeline. Dann gehe ich auf Frame 8, gehe dann mit dem Arm nach hinten. Und bei Frame 16 kann ich wieder die Keyframes von 0 duplizieren und dann habe ich diese Bewegung. Dasselbe kann ich mit meinem anderen Arm machen. Hier auch gegensätzlich, sprich hier der Fuß ist vorne, also gehe ich mit diesem Arm nach hinten. Da auch wieder FK 100%. Und dann jetzt mit dem Arm nach hinten wieder Keyframe setzen. Dann kann ich U klicken, um die Timeline aufzuklappen. Dann bei Frame 8 gehe ich nach vorne. Und bei Frame 16 kopiere ich mir die Frames von 0. Und dann haben wir diese Animation. Ich markiere mir alle Frames F9, ECEs, dann habe ich diese Animation. Und dann zum Schluss kann ich noch die Hand animieren. Dazu wähle ich mir meine Hand, gehe dann auf Frame 0. Hier die Drehung passt. Dann hier, da gehe ich mit der Drehung nach hinten. Und zum Schluss kann ich wieder den Keyframe von Frame 0 duplizieren und dann habe ich diese Animation. Dasselbe kann ich mit der zweiten Hand machen. Hier im Hintergrund sehe ich die Hand nicht richtig, also lasse ich die Drehung einfach, wie sie ist. Hier passt die Drehung auch. Und hier setze ich dann wieder einen Frame. Und jetzt wieder ECEs F9. F9. Und dann habe ich diese Animation. Sieht schon gut aus. Ich kann jetzt allerdings die Animation verfeinern, indem ich hier zum Beispiel die Animation der Hand versetze und dann hier bei Drehung mit Alt und der linken Maustaste einen Loop-In hinzufüge. Und dasselbe mache ich mit der zweiten Hand. Und dann sehen wir, kommt die Bewegung der Hand ein wenig später wie der Arm. Und das sieht dann natürlicher aus.
Hier bei der hinteren Hand muss ich die Rotation ein wenig anpassen. Passe ich hier die Position von meiner Hand an und kopiere sie auf den Frame 17. Und dann habe ich diese Animation. Und ich kann den Hals auch noch animieren. Dazu R für Drehung. Dann gehe ich hier ein wenig nach vorne. Dann hier bei 8 wieder auf 0. Und bei 16 wieder nach vorne. Auch hier wieder Easy Ease und die Frames verschieben. Da dann auch wieder Alt und Loop In. Dann haben wir diese Animation. Und das war's soweit. Hier sehe ich, rotiert der Fuß zu schnell. Das passe ich noch an. Das war's. Danke fürs Zusehen und tschüss.